Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zu den Tagesthemen. Ich möchte mich nun heute mit dem Thema beschäftigen. Ja, es geht um Homosexualität. Sie werden es kaum glauben, aber es ist so. Da bald der CSD in einigen Städten vor der Tür steht, werde ich nun etwas darüber erzählen, Sie informieren und versuchen, auf ein gewisses Level des Bildungsstandes zu bringen. Es tut mir sehr leid, wenn ich manchmal ein paar Unterbrechungen in meinem Redefluss habe, jedoch ist dies ganz spontan und deswegen ist es eben so. Also, ja, der CSD gilt als ein Festtag, ein Gedenktag und ein Demonstrationstag, wie ihn allen bekannt sein dürfte. Man kämpft dort für die Rechte der Homosexuellen und anderer sexuellen Orientierungen. Der CSD heißt CSD, dazu werde ich später noch kommen. Auf jeden Fall heißt der CSD nur in Deutschland und in der Schweiz CSD, was so viel bedeutet wie Christopher Street Day. Hingegen in Österreich, habe ich mir sagen lassen, heißt es eher Regenbogenparade. Jedoch bin ich mir nicht ganz sicher, ob meine lieben österreichischen Freunde damit auch einverstanden sind. Also gibt Rückmeldung, ob es wirklich Regenbogenparade heißt. Ich glaube, es heißt eher Breit oder sonst irgendwas. Nämlich in den romanischen und englischsprachigen Ländern heißt die Parade des CSDs meistens Gay Pride, was so viel bedeutet wie homosexueller Stolz, Stolz auf seine sexuelle Orientierung. Nun kommen wir zur Geschichte. Warum heißt der CSD Christopher Street Day? Street Day hat seinen Namen nicht wegen eines Märtyrers oder wegen eines Kämpfers. Nein, es handelt sich dabei nur um eine Straße in New York City, die sich in Greenwich Village befindet. Und dort fanden nämlich 1969, ganz genau gesagt am 28. Juni, fanden dort Kämpfe statt. Und zwar, ich kann es Ihnen gleich sagen, die Bahn hieß Stonewall Inn. Dort kam es dann zu Streitigkeiten und dort schlugen dann auch die Homosexuellen zurück. Und daraus entstanden tagelange Straßenkämpfe. Und diesen wird gedacht, weil dort die Homosexuellen, das wurde zum ersten Mal richtig bekannt, dass diese dort für ihre Rechte einstanden und nicht nachgaben. Es war eben, die Vorgeschichte war, dass immer mehr brutale Razzien gegen in homosexuellen Lokalen durchgeführt wurden, obwohl dort auch nicht das Recht vermerkt war, dass Homosexualität strafbar war zu dieser Zeit, so viel ich weiß. Deswegen wird in New York noch heute der Christopher Street Day oder Street Liberation Day gefeiert mit einer Parade, die quer durch New York geht. Ja, bereits 1979 gab es sehr große Umzüge, also für den Christopher Street Day, und zwar in Bremen und in Berlin. Es gab jedoch schon zuvor einen Umzug und der fand in der Stadt Münster statt. Und ja, man kann also Münster sagen, die Münsterleute,
Münsteraner, da muss mir jemand helfen. Die Leute aus Münster waren die Vorreiter. Und in Zürich gab es den ersten CSD 1978. Also sehr früh. Nämlich sonst sind wir eher etwas langsam, was Erneuerung angeht. Nämlich das Frauenstimmrecht im Halbkanton Appenzell-Innerrhoden wurde erst 19, am 29. April 1990 angenommen. Naja, der größte CSD findet in Berlin und in Köln statt. Naja, die haben ja schon Erfahrung mit dem Karneval, ne? Da gehe ich gleich weiter mit der CSD. Aber da frage ich mich irgendwie, findet ihr es schlecht, dass der CSD so oft in eins gepackt wird mit jetzt der Love Parade und mit Karneval und... Ja, und halt so solchen Sachen. Eigentlich ist es doch eine ernste Angelegenheit. Oder? Meine Frage jetzt an euch ist, findet ihr, der CSD müsste ernster sein? Oder müsste er zumindest irgendwie noch ein bisschen ausgeglichener werden? Also, dass der politische Aspekt noch mehr rüberkommt? Oder einfach der menschenrechtliche Aspekt mehr rüberkommt. Und ja, habt ihr dann schon mal negative Stimmen gehört, wo es dann irgendwie so hieß, so, ja mein Gott, ich meine, wir machen ja auch nicht so einen Aufstand hier mit unserer Heterosexualität. Tu ich jetzt da auf dem Waage rumtanzen, nur weil ich heterosexuell bin? Nee. Und dann hüpfen sie da mit den Federn rum, die Männer ziehen sich Kleidchen an, ziehen sich halt nackig aus, das sehen dann die Kinder, ich glaube, ich krieg hier einen Rabbel, da hat er nichts mehr mit den Rechten zu tun, das ist einfach nur Halligalli. Habt ihr schon mal sowas gehört? Ja? Ja, wie findet ihr sowas? Wie reagiert ihr auf solche Sprüche? Und warum ist für euch der CSD wichtig oder nicht wichtig? Und warum meint er denn, dass er wichtig ist? Ja, was denken ihr so darüber? Votet, kommentiert, subscribed, schreibt uns, schickt uns Videoantworten, werdet unsere Freunde und macht mit, redet mit uns mit. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye. Tut mir leid, aber manchmal muss das sein. Bis dann. Tschüss.